Hallo Freunde, willkommen zurück zu Drover Forsaken. Wir sind in Nemerton angekommen, endlich. Haben uns auch schon durch die Stadt ein bisschen durchgefragt. Haben aber noch einige, die wir ansprechen können. Und schauen, was los ist. Wenn du Ärger machst, fliegst du schnell hier raus. Pass auf deine Finger auf. Wo finde ich hier was? Ich muss los. Das ist nicht so wie das kennen wir schon. Da fehlt doch was. Kann doch nicht sein. Hallo? Jetzt habe ich mich wegen dir verzählt. Verdammt! Nimm es mir nicht übel, aber ich habe einfach zu viele Dinge um die Ohren. Aufträge ohne Ende und kaum Leute, die damit anpacken. Warum hast du so viel Stress? Die Handwerker wollen Holz, Humbert will Werkzeug, Junali will Seile für ihre Palisaden. Alle wollen irgendwas und ich bin die Einzige, die das erledigen kann. Wir reden später irgendwann. Ich kann gerade wirklich nicht mit Neulingen wie dir quatschen. Weißt du was über die verschwundenen Waffenlieferungen? Gibt es gerade noch nicht noch andere Angelegenheiten? Mm-mm. Ich habe noch nicht die Warenliste geschaut. Keine Ahnung, ob Waffen angekommen sind oder nicht. Was für eine Warenliste? Wir haben eine Warenliste, in der wir aufschreiben, welche Waren wann angekommen sind. Denke aber kaum, dass dich das was angeht. Ich versuche nur die Wahrheit herauszufinden. Ja, ja, aber ich habe genug zu tun. Kann nicht über irgendwas reden, was ich nicht weiß. Hast du mal schauen, ob die Waffen geliefert worden sind? Ich habe hier genug zu tun, das geht dich auch nichts an. Ich muss arbeiten, verschwinde. Die Tür bekomme ich nicht so einfach auf. Okay. Ist aber auch ein Riesenhit, ne? Und das ist nur eine Tür? Okay. Das heißt, wir werden uns sowieso schlafen legen müssen. Du gehörst hier nicht hin. Setz einen Schritt auf die Brücke und du lernst mich kennen. Was ist hinter der Brücke? Dort ist der heilige Hain, wo unsere Druiden leben. Im heiligen Hain wird der Göttliche verehrt und all das Leben, was du siehst, kommt von dort. Ich muss mit den Druiden sprechen. Nur wenn du zu Nemerton gehörst, darf ich dich durchlassen. Sprich mit Angus, er entscheidet, ob wer aufgenommen wird oder nicht. Okay. Müssen wir nur noch die Kämpfergilde eigentlich entdecken. Ist ein bisschen wüst aufgeteilt hier. Und zumindest man ist halt fast überfordert. Man kennt das Ruinenlager, das ist eigentlich überschaubar. Und plötzlich ist hier, Alter, ist die volle Party. Was willst du von mir auch schon ab? Was machst du hier? Das geht dich gar nichts an. Also was Geheimes, ja? Und wenn es so wäre, ging es dich noch immer nichts an. Und jetzt störe mich nicht weiter. Störe nicht weiter meine Reise. Seine Kreise. Sehen kommt. Ha? Ich hab zu tun, such dir eben anders zum Quatschen. Hast du gesehen, wie Waffen ins Lager ausgebracht wurden? Nervst du hier rum oder was? Geht dich nichts an. Wie, ich meine, es gibt eine Warnliste, dort müsste erst drinstehen. Ja, stimmt schon. Aber es geht dich nichts an. Bist du taub? Ich will mich in Nemerton anschließen und muss mich beweisen. 1000 Münzen. Spinnst du? 1000 Münzen und ich kann dir den Hinweis geben. Will dir vielleicht helfen.
kann den Hinweis auch einfach aus dir rausprügeln. Wir sind ja nicht im Ruinlager, wenn du mich nur anfasst, werden die Wachen dir den Arsch aufreißen. Überleg es dir gut. Wenn mit direkt 1000 Münzen gibst, ersparst du dir eine Menge Ärger. So viele Münzen habe ich nicht. Mach ich ein Angebot. Ich bin die ganze Zeit hier schon an der Arbeit und 4 macht mir immer mehr Druck. Wenn du schon keine Münzen hast, kannst du mir wenigstens bei der Arbeit helfen. Du übernimmst meine Arbeit, lädst die ganzen Waren vom Wagen in den richtigen Kisten und ich ruhe mich aus. Nach getaner Arbeit halte ich auch mein Wort. Gut, ich helfe dir. Das höre ich gerne. Endlich Pause. Ach so. Muss ich das so schwer schleppen? So. Hm? Endlich Ruhe. Keine Arbeit. Das hast du gut gemacht. Was ist mit der Warnliste? Nun ja, also in der Warnliste steht nichts. Wie in der Warnliste steht nichts, was meinst du damit? Wir haben nie irgendwelche Waffen bekommen, das bedeutet, die Handwerker haben uns keine Waffen gebracht. Die müssen doch irgendwo bei denen rumliegen, oder was weiß ich. Wenn du wissen willst, wo die Waffen sind, schau dich dort um. Ich habe meinen Teil erfüllt und muss weiterarbeiten. Ja, aber es war ein leicht verdienter Erfahrungspunkt. Wir kriegen zumindest hier mal ein paar nachgeschmissen. Was doch auch schön ist. Vor allem, das müsste man früher wissen, könnte man hier tatsächlich, sag ich mal, für den Anfang gleich mal hier hingehen. Dann würde man schnell Erfahrungspunkte, einige Erfahrungspunkte mal erreichen, bekommen. Wo jetzt genau diese Kämpfer sollen sein? Die Krieger. Bonnie Meloni. Da war der Asmus. Der Rasmus. Das muss ich gerade denken. Kennt ihr das noch über die Band, der Rasmus? In der Shadow. Schreck. Ich weiß gar nicht, ob die merken. Die mehr Musik, man kennt alle Lied und also ich kenne halt eins und das war's dann. Und dann war es auch vorbei. Mit der Haarspalterei. Jetzt irgendwie doch ausgegangen, also ich bin beim Tor durch, ne? Das erklärt so einiges. Das wird doch, also. Die Kati. Hier bin ich nicht, oder? So hin und so hin.
Oder hieß es nicht, die sind hier irgendwo? Hier sehe ich nur den Markt und dann ist... Ich schlafe mal im Hundebett. Jetzt schauen wir uns da mal um, was sie alle machen. Ah, die haben das weg. Die räumen das jetzt eh weg. Die Schweine. Oder auch nicht. Erschütternder Schlag. Was ist Gär? Speer, selten, okay. Oh. Okay, schauen wir mal das hinkriegen. Das können wir uns mal anschauen. Zwei freundschaftlich schüttelnde Hände mit einer Münze darüber. Wir haben ein bisschen was einkassiert von den Herrschaften da. Schau da jetzt so blöd in die Richtung, du.
Okay. Ich hätte gesagt, dass so die Krieger sind, aber... Engelsflügelhelm. Okay, Breitaxt, die haben wir so, was ist das? Helm sind okay. Selten. War schön, ne? Haben wir wieder was Neues. Zum Herumsperenzen. Okay. Ich würde gerne da oben bei der Tür rein, wenn der halt einfach nur in die andere Richtung schauen würde, der Depp. Er geht halt einfach nicht weg. Ja, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Oh. Dreht sich ja nicht mehr, schon. Weiß nicht. So, nochmal. Also der zickt da, warum der so blöd steht. Aber schauen wir, vielleicht geht's ja jetzt. Aber hier haben wir was. Steht da ganz anders. Tag der Waffenlieferung, Ruinenlager, 4 Kisten Silbererz, 10 Kisten Eisenerz, Georgshof, 8 Säcke Moorweizen, 4 Hühner, 3 Kisten Kalarpilze, Holzfällerlager, 6 Baumstämme, Lieferung der letzten Woche ein. 6 Baumstämme, Lieferung, die letzte Woche eintreffen sollte. Gut. Von der Waffenlieferung steht dort tatsächlich nichts.
Ja, schauen wir mal. Ne? Wir sind da eh richtig. Ich kümmere ja mal in Ordnung, wer gegen die Regel von Nemeton verstößt, muss sich meinem Urteil stellen und wer nicht Straftat begeht, wird büßen. Ich hoffe wirklich, dass wir uns nicht so oft sehen. Kannst du mit Sammy besser mit den Spielen und Schleuder kämpfen können? Ich bringe nur Kämpfer aus Nemeton bei. Dann war ich hier, das habe ich doch mal alles entdeckt jetzt beim Lager. Und jetzt schauen wir noch zu denen wieder. Es zeigt ein Amboss mit dem Raben, nehmt uns drüber. Er scheint für Handwerk zu stehen. Wen können wir da jetzt sprechen über das Ganze oder mit der Juli? Ja, weil irgendwer muss ja was wissen für uns. Hey. Irgendwer wird uns ja wohl was Bescheid geben können. Wo waren sie jetzt? Dass der hier wieder woanders stehen muss. Ich weiß, dass wir sie ja gesehen haben. Aber wie gesagt, Alter. Sie ist die Chefin drüben von der alle und ist irgendwie. Der flinke Willi. Den haben wir bestohlen. Das weiß ich zumindest, wenn ich mal ausgeraubt habe. Den Wichser. Ich komme irgendwie immer an die gleiche Stelle. Ich suche die Juli. Was aber der Garten, Heinz? Die sind da irgendwo rumgestanden. Oh. Du siehst auch aus, als wärst du gerade hier angekommen. Sieh mich an, ich trage nur ein paar Lumpen und Lungen in diesem verdammt verlassenen Viertel rum. Das wäre ich ihnen nichts, sonst ich gehöre nicht hierher. So denkst du, dass du hier nicht hingehörst? Wieso? Weil ich mal ein Mitglied von Nemeton war. Meinen Arsch habe ich für den aufgerissen und wie danken sie es mir? Sie nehmen mir meine Rüstung, meine Waffe, einfach alles weg. Nicht mal was zu essen kriege ich noch beim Ausschank.
Sie tun alles, als würde mich gar nicht kennen, als hätte ich nie zu ihnen gehört. Säcke, die alle. Warum bist du rausgeworfen worden? Anscheinend ist es meine Schuld, dass irgendwelche dreckigen Banditen mich abziehen. Ich war Läufer für Asmus, hab Zeug zum Ruinlager geliefert. Ich bin keine Niete im Kampf, aber gegen drei Leute habe ich keine Chance. Drei gegen einen, diese Ratten. Sage ich ja, was soll ich da tun? Hab Asmus gewarnt, dass ich immer wieder von denen überrascht wurde und Verstärkung brauchte. Meinte, er wird sich drum kümmern, aber kam was? Natürlich nicht, aber am Ende bin ich schuld. Das ist natürlich nicht fair. Sage ich ja, und dafür verbannen sie mich. Ich werde es jeden von ihnen zeigen. Ihren eigenen Bruder wollen sie nicht helfen, dann haben sie ihn fallen lassen. Aber ich hab's nochmal in Asmusbleibe krachen lassen. Er wollte mir nicht helfen, also habe ich es ihm heimgezahlt. Hab alles zertrümmert und noch was mitgelassen, hat er verdient. Und was machst du jetzt? Was schon, draußen werde ich von irgendwelchen Viechern zerfleischt und zu diesen Verrätern beim Ruinlager gehe ich niemals. Die schlitzen dir die Kehle auf und lachen noch dabei. Wenigstens haben sie mich hier nicht auf den Scheiterhaufen gepackt. Hast du das Paket von Asmus mitgehen lassen? Ach verdammt, ich hätte dir gar nichts erzählen sollen. Ich warte nur, bis Asmus hier auftaucht und mich durchleuchtet. Asmus hat deinen Namen nicht erwähnt. Was? Ich dachte, dass er sofort weiß, dass ich es war. Immerhin hat er doch dafür gesorgt, dass ich verbannt worden bin. Ich glaube, Asmus hat dich überhaupt nicht verdächtigt. Wenn das wirklich stimmt, das würde alles ändern. Redet mal über die Sache, vielleicht einigt ihr euch. Seit ich verbannt worden bin, bin ich ihm aus dem Weg gegangen, damit er nicht was heuchelt und sich rausredet. Immerhin hat er mir keine Verstärkung gegeben. Er hätte dir bestimmt Verstärkung gegeben, wenn es möglich gewesen wäre. Klingt für mich, als solltest du seine Sicht anhören. Vielleicht hast du recht. Wenn ich nicht mit ihm rede, erfahre ich nie, ob meine Vermutung stimmt. Scheiß drauf, ich rede mit ihm. Er kann sein dummes Paket wieder haben. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Das Paket ist im Apfelhain. Guck, dich bei dem Baum neben den Holzstapeln genau um. Da kannst du es ausgraben. Ich warte bei Asmus auf dich und dann klären wir alles. Hey, Girl. Okay. Na dann nicht die Jule hier? Da drüben steht sie. Jetzt habe ich hier hingefunden. Dschungelleser. Weißt du es über die gestohlene Waffenlieferung? Und wenn es so wäre, dann würde ich es gern hören. Was geht dich das an? Du gehörst ja nicht mal zu uns. Ich will mir die Sache aufgeben, mich bei Angus zu bewähren. Würde er es sicher gut finden. Gut, du sollst deine Chance kriegen. Ich weiß, dass meine Arbeiter die letzte Lieferung für Kumlek übernommen haben, aber wenn ich dir helfen soll, dann hilfst du erstmal mir. Ich bin hier die Meisterin des Holzes, eine der drei Handwerksmeister in Nemeton. Meine Arbeiter brauchen dringend Eierbier, sonst geht die Laune in den Keller. Kannst du sowas brauen? Nein? Habe ich mir gedacht. Halt hier die Stellung und warte, bis ich wiederkomme. Wenn jemand das will, sag ihnen, dass ich gleich wieder da bin. Und wehe, du haust einfach ab, dann erzähle ich dir gar nichts, klar? Und wie lange müssen wir jetzt hier warten? Was machst du hier? Wo ist Junori? Ich soll sie kurz vertreten. Aber du hast doch keine Ahnung von Holzarbeit, oder? Eika wollte die Palisade von innen nochmal doppelt befestigen. Ich habe ihm gesagt, dass wir dafür keine Zeit haben. Das wollte ich das eben mit Junori klären. Komm später wieder und frag Junori. Na gut. Ja, ich sag dazu nichts, weil wer war's, Alter? Hey, du Handwerker! Ihr habt schon wieder vergessen, den verdammten Grenzstein zu warten. Wenn er nicht gewartet wird, schützt ihr uns auch nicht vor den Monstern, versteht ihr das nicht? Warum hilft mir, die Viecher abzumurksen? Junoli hat gesagt, dass ich hier warten soll. Wie? Einfach blöd rumstehen? Wir müssen das Tor verteidigen. Siehst du nicht, dass ich es zu tun habe? Pah, dann kümmere ich mich halt selbst darum.
So, da bin ich wieder. Das Eierbild ist fertig und meine Jungs wieder munter machen. Ist das Geheimrezept meiner Großmutter? Wenn du irgendwann zu uns gehörst, verrate ich es dir vielleicht. Wegen der Waffenlieferung. Ah ja, die Geschichte. Ich sag's nicht gern, aber das wird einer meiner Jungs gewesen sein. Schoneck wollte, dass einer von ihnen die Lieferung für Fias Lager bringt. Die Handwerker waren beschäftigt. Ja, genau. Weiß nicht mehr. Wer genau sind deine Arbeiter? Aiko, Kain und Mume. Lauf einfach in den Palisaden hier am Osttor entlang. Dann sollst du sie ohne Probleme finden. Lenk sie nicht zu lange ab. Sie sollen arbeiten, nicht quatschen. Okay, cool. Jetzt kommen wir voran. Ja, da haben wir das früher rumtun können. Bei den Obstbäumen sollen wir da das beim Holzstapel. Ja, da können wir so bei hier vielleicht. Gestohlenes Paket. Es müffelt. Geil. Und plötzlich kommt man ein bisschen voran, ne? Nicht schlecht. Ich bin erzählt immer noch umschließen, wenn wir anschließen soll, aber irgendwie hier vor Innenlager oder hier. Schwierig. Tatsächlich schwierig. Man muss man ja zum Glück nicht entscheiden, ne? Als nächstes haben wir dann sowieso den Weg wieder zurück ins Ruinenlager, dass wir dort alles fertig machen können, den anderen auch noch bestehlen können endgültig. Der wird sich freuen. Dann können wir nicht die Quest für die mit den Ratten erledigen. Der Rabe wird uns leiten. Aiko, Kellan und Mumme. Aiko. Karotte ist auch sicher mit seinem Trainingsschwert. Eikon, Keller, du Mumme. Wo waren die? Offenbar gar nicht hier, oder was?
Hey, komm, Keller, nun muss ich etwas vom Osten lang. Ich hätte das echt. Ja, das ist schon wieder. Ja, wie geht's? Also. Die Göttlichen sind die Kraft, die unsere Welt zusammenhält. Nur sie können den Nebel eindämmen. Woher kommen die Göttlichen? Woher kommt die Luft, die du atmest? Die Göttlichen waren immer und sind auf ewig. Sie sind das Leben und wir sind ein Teil von ihnen. Du bist neuer, nicht wahr? Bitte störe nicht den Unterricht. Aber mit mehr Leuten macht es viel mehr Spaß. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr fremden Leuten nicht einfach so vertrauen sollt. Aber hier kann uns doch nichts passieren und der starke Gradan ist auch in der Nähe. Bitte! Na gut, aber sei gewandt. Ich bin Druidin in Nemeton. Verscherzt es dir nicht mit mir. Willst du überhaupt mitmachen? Klar, lernen schadet nie. Sehr gut, komm und stell dich zu uns. Ich bin Helma und das sind Org und Luten. Wenn du eine Frage beantworten willst, dann warte, bis ich dir das Wort gebe. Es darf nur sprechen, wer drangekommen wurde. Ist ganz leicht. Olga? Ups. Also, wer kann mir sagen, was das Fest des Feuers ist? Olga? Das Fest des Feuers ist der Beginn der wärmenden Zeit. Wir zünden ein großes Feuer, nehmen an, die Leute tanzen, lachen und schenken sich Talismane. Wir zünden es von ewigem Feuer hier im Lager an. Das hält böse Geister von uns fern. Man ehrt die Verstorbenen und redet mit Leuten, die man nicht so mag. Die vergessen alles Böse, was man getan hat. Richtig, Olga. Also, teilweise. Man wäscht sich rein und bittet um Vergebung. Du hast die Göttlichen vergessen, sie werden auch gefeiert. Und jetzt würde ich gern von euch... Jetzt rennt er weg. Wir wissen, was das Wichtigste im Leben. Irgendwie anders als Olga? Luten, was sagst du? Hallo, ist da jemand? Luten, was treibst du da schon wieder? Hä, was? Komm sofort wieder her. Ja, er ist ja gut. Also, was meinst du, Luten? Was ist das Wichtigste im Leben? So leckeres Essen. Das ist jedenfalls nicht falsch. Nächste Frage. Was ist ein Runenstein? Lass die Hand unten. Olga, antworte einfach. Ganz einfach. Man kann damit mächtige Zauber und Bälle durch die Gegend schießen. Bam! Das kann man damit tun. Aber was ist ein Runenstein, Luten? So, ein Runenstein, wird für wen gebaut und dann irgendwem eingesetzt mit so einem Ritual. Richtig, also im Prinzip schön, dass ihr aufgepasst habt. Ein Runenstein wird hergestellt und eine Person gebunden. Zauber wirken kann nur diese Person. Alle anderen können mit dem Stein nichts anfangen. Wie viel weißt du über dieses Thema? Weißt du, wer die Vergangenen waren? Was habe ich dir über das Reden im Unterricht gesagt? Man darf nur was sagen, wenn man drangenommen wurde. Richtig. Also, was weißt du über alles über dieses Volk? Ein altes Volk, das früher hier gelebt hat. Korrekt. Luten, kannst du noch mehr dazu sagen? Also, ganz früher haben die hier gelebt, aber gibt es sie schon lange, aber es gibt sie schon lange nicht mehr. Irgendwas ist mit ihm passiert. Olga? Sie waren die Ersten, die den Göttlichen hier gedient haben. Sie haben die Runenmagie entdeckt. Richtig, sie waren lange vor unserer Zeit bereits hier in Drova. Die Vergangenen haben ein großes Reich gegründet, doch vor vielen Jahren sind sie untergegangen, nur ihre Ruinen verbleiben. Das Ruinenlager nutzt ihre verwitterten Bauwerke. Gut, Kinder, und du, genug für heute. Ja, endlich haben wir frei. Wir haben doch eh nichts Besseres zu tun. Ich könnte den ganzen Tag mit Helm Unterricht haben. Danke für den Unterricht. Gern geschehen. Du hast gut mitgemacht. Also Kinder, wir machen ein weiteres Mal weiter. Ein anderes Mal.
Schön, dass du hier bist. Kannst du uns vielleicht helfen? Was gibt's? Wir wollen für Helma einen Talisman basteln für das Fest des Feuers. Weil sie so gern haben, wir dürfen aus dem Lager nicht raus, weil wir nicht alt genug sind. Doof, Erwachsene. Dabei ist es, bin ich so stark, schau dir meine Muskeln an. Nicht schlecht, du wirst bestimmt ein starker Krieger. Eigentlich würde ich lieber Koch werden. Okay. Luten, nerv nicht. Wir können nur zusammen mit Helma aus dem Lager gehen, aber dann merkt sie, was wir vorhaben. Soll eine Überraschung sein. Ein Geschenk von den Großen, wie von den Großen. Wir wollen auf den Talisman den Saft von roten Kala-Pilzen träufeln. Die wachsen in der Nähe. Humbert sagt, das bringt Glück bei Expeditionen. Ja, ganz viel Glück. Ich helfe euch bei eurem Talisman. Wirklich danke, vielen Dank. Hast du den Pilzsaft? Was wollen die jetzt haben, den Pilzsaft? Und wie kriege ich jetzt den Pilzsaft? Weißt du, wo ich... Okay, hey, lass mich arbeiten. Es geht um Talisman für Helma. Es geht um Helma? Sag das doch gleich. Was genau brauchst du? Den Saft von Kala-Pilzen, wie Olga und Luten es nennen. Ah, hätte ich mir denken können, dass die beiden Racker dahinter stecken. Eine schöne Geste, um Bewunderung auszudrücken. Ich werde dir dabei helfen. Bring mir 10 von diesen Pilzen und ich fertige dir den Extrakt an. Wir sind in der Nähe von Nemeton im Moor, haben stehende rote Farbe. Ich kümmere mich darum. Dann lauf los, oder bist du hier festgewachsen? Hm? Was ist? Ich habe die Pilze dabei. Ah, sehr gut. Komm her, meine Freunde. Wir werden euch zu einem wunderbaren Leuchtextrakt machen. Komm später wieder. So ein Extrakt braucht etwas Zeit. Gut, das war ja jetzt easy. Nichts gegen dich, aber ich muss arbeiten. Die Polizei baut sich nicht von selbst. Du bist auch einer von Junalis Arbeitern, oder? Ja, sonst würde ich hier nicht stehen und Palisaden aufbauen. Weißt du irgendwas über die verschwundene Waffenlieferung? Was? Warum fragst du mich das? Was willst du überhaupt? Ich will rausfinden, wer die Waffen gestohlen hat. Lass mich einfach in Ruhe. Ich muss jetzt los. Ich habe nur eine Frage. Jetzt lass mich doch alle in Ruhe. Haben wir den richtigen erwischt? Schade ist, dass diese kosmetischen Helme nicht irgendwas bringen. Geil wäre zum Beispiel einfach nur so Bewegungsgeschwindigkeit oder sowas. Einfach sowas. Dass sie irgendwie sinnvoll sind. Huh? Ach, Scheiße. So, und jetzt reden wir. Ich weiß nicht, klar. Los raus mit der Sprache, was dann? Du bist gar keiner von seinen Leuten. Glaub mir, ich habe die Waffen bei Henrik abgeliefert. Der hat an dem Tag als Wache gearbeitet. Er kann's bezeugen, mehr weiß ich nicht. Ich hab die Waffe bei Henrik, also bei Henrik. Wo finde ich Henrik? Meistens ist er beim Ausschlag. Macht Bonnie schöne Augen. Ich hab dir alles gesagt, jetzt lass mich in Ruhe arbeiten. Hm?
Hennig. Okay, Ausschankon. Die arbeiten sich natürlich. Warum eigentlich da unten herum? Aber die haben ja gesagt, dass sie für sie arbeiten, das ist witzig. Okay, bei der Bonnie. Wie lange wird er mit den Pilzen brauchen? Ich frage ihn einmal zur Sicherheit. Ist er schon fertig? Vielleicht ist er so gnädig und tut schnell. Oder muss ich dazwischen mal heuer gehen? Ah, ihr Extrakt ist fertig. Es hat eine Weile gedauert, weil ich es ordentlich machen wollte. Ich bin mir sicher, dass es dem Talisman den nötigen Glanz verleihen wird. Eins noch, wieso sind die Kinder nicht selbst zu mir gekommen? Sie sind wohl einfach nicht auf die Idee gekommen. Sie sollten wissen, dass ich der Krauterer bin. Dazu kann ich nichts sagen, ich weiß selbst nicht. Sehe ich nicht, wie auch immer, ich muss weiter. Der Humbert. Hast du den Pilzsaft? Ich habe das Extrakt. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir den Talisman für Helma herstellen. Er wird ihr bestimmt gefallen. Es fehlt aber noch etwas Persönliches. Willst du was auf den Talisman zeichnen? Du hast uns auch geholfen und der Talisman kommt ja von uns rein. Ja, gerne. Müsste das noch ein bisschen. Schau mal, ob das was wird. Ich weiß Gott echt etwas, was ich da aufhöre. Das wird ja alles nix. Das ist ja alles scheiße, was ich da mache. Ich wollte so einen Son Goku malen. Das Gesicht zumindest. Das kann ich eigentlich recht gut so mit dem Stift, aber das ist da echt dafür. Wie groß wird denn der Talisman?
Bestimmt Helmer gefallen. Wollen wir einen Helmer bringen? Ja, sie wird sich bestimmt freuen, aber du musst auch dabei sein, bitte. Da bist du ja. Seid ihr bereit? Ja, klar. Helmer, Helmer, schau mal, was wir für dich gemacht haben. Oh, das sieht aber toll aus. Wir haben dir einen Talisman für das Fest des Feuers gebastelt mit echtem Kalapilzextrakt. Woher habt ihr das denn? Wir hatten ein bisschen Hilfe, aber nur ein klitzekleines bisschen. Oh, das ist aber verständnisvoll. Vielen Dank. Du hast meinen Kleinen wirklich geholfen? Das würde jetzt tatsächlich nicht sagen. Sie haben so nicht gefragt. Spricht jedenfalls für dich. Nehme, dann wäre ein besserer Ort, wenn mehr Leute so hilfsbereit wären. Spielst du dann öfter mit uns? Hin und wieder vielleicht. Toll, gleich wenn du wieder da bist, ja? Und zwar ganz viel. Dann mal viel Spaß, ihr drei. Mal sehen. Ja, wir werden sehen. Bis später. Ja, bald spielen wir wieder. Und das nächste Mal passt mir an für dich, ja? 210 Erfahrungspunkte für das Ganze. So. Hm? Sei gegrüßt. Mir hat ein Druide diesen Kristall gegeben. Ich soll ihn einen Druide nehmen und sagen: Ein Druide? Wer? Einer vom Druidenlager? Nein, der Druide, mit dem ich nach Drova gekommen bin. Ein Druide ist mit so einem Kristall nach Drova gekommen? Wie kann das sein? Runenmagie gibt's doch nur in Drova. Was hat der Kristall mit Runenmagie zu tun? Siehst du die Runen hier? Ein eindeutiges Zeichen, dass er was mit Runenmagie zu tun hat. Irgendwas daran verstört mich. Sie fühlt sich einfach nicht richtig an. Mehr kann ich dir darüber leider nicht erzählen. Ich überlasse es das den anderen Druiden und kümmere mich dafür um die Erziehung. Wer kann mir dann weiterhelfen? Mombat vielleicht oder Leo? Zu denen kommst du aber nur, wenn du ein Teil von Nemeton geworden bist. Okay. Und dann müssen wir noch zu der Schenke. Und dann müssen wir da noch ein paar ausschenken. Oh, was ist denn das? Ein Schwarzer Schaf, der Bock. Aber wer bist du denn? Oskar steht drauf. Oskar. Der liebe Oskar. Na ja, bitte. Oder nein, der Oskar. Dann schauen wir, ob wir die Schenke nochmal finden. Das schaut gut aus. Bonnie? Unja? Oder kommt der erst am Abend, der Hempel? Du bist halt nicht der, den ich suche. Alter, ist es jetzt. Irene da von. Alter, wo. Na, die Schenke steht dann. Ja. Wenn man es halt mal wieder nicht auskennt. Was willst du? Für dich gibt es kein Bier. Ich suche Hennig, also die wird ausschauen sein.
Das ist gerade nicht hier. Ich ist für ein paar Tage ins Moor gegangen, beim Hestor des Lagers in Richtung Totes Moor. Warum ist Tennig im Moor? Hat das davon Gefahr, dass er irgendwas besorgen will? Wenn ihm was passiert ist? Ich glaube nicht. Ich kann ja gut auf sich aufpassen. Aber naja, wenn ich so mache, mich schon. Ich meine, wir schicken jetzt nicht gleich einen Suchtrupp los, aber gerade der tiefe Sumpf ist schon ziemlich gefährlich. Ich könnte nach hinten schauen. Im Toten Moor? Mutig. Wenn du das tun willst, besorg dir eine vernünftige Rüstung, Spruchrollen und ein paar Tränke. Wenn du Hennig findest, hast du was bei mir gut, dann gibt's ein Bier aufs Haus. Soll ich Hennig von dir was ausrichten? Sag ihm, dass ich, im Sumpf versinken und nie wieder auftauchen. Sag ihm, von mir aus kann er im Sumpf versinken und nie wieder auftauchen. Vielleicht könnte ich ein Bier zur Stärkung bringen. Na schön, hier, das mag er am liebsten, aber weh, du trinkst davon, das ist für Hennig. Alles klar, ich bringe es ihm. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Bleib auf dem Weg. Ist ziemlich gefährlich draußen. So, die Frage ist, was ist bei Senan Westtor? Es ist scheißegal, da unten ist alles Moor. Aber das da drüben rechts, das war ja eher Osten da rechts. Also müsste das Westen sein, also unten bei Palina wieder raus, denke ich, ne? Oder? Das könnte ich mir vorstellen. Na egal, das haben wir jetzt erledigt. Er wohnt ja beim Ostor in der Nähe, ne? Der Asmus. Und das ist ja erst dann oben. Das heißt, da müssen wir unten raus. Und für mich ist es zwar eher Norden und Süden, aber ja bitte. Ich will mich ja nicht beschweren. Das ist Palina, das ist hier. Warte mal. Na, es wird schon stimmen, weil wenn wir hier dann so schnell schon hier sind, das ist der Markt. Und dann muss er. Dass ich da immer halt rundherum wetzen kann. Eigentlich hätte ich gleich. Hier. Bist du ja. Hast du das Paket gefunden? Sieht so aus. Ist es das hier? Ja! Das ist es gut. Dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll, aber es muss sein. Mit Afrin rübergehen. Afrin, da bist du ja. Ich wollte dir noch was sagen. Nein, Asmus, ich muss dir was sagen. Deine verwüstete Bleibe. Ich war das. Du? Was? Verdammt, warum? Weil die mich rausgeworfen haben. Ich reiße mir den Arsch für deine Lieferung auf und werde verbannt. Du wirst mir helfen können, dich für mich stark machen. Deshalb bist du mir aus dem Weg gegangen. Afrin, ich habe mich für dich stark gemacht. Die wollten dich schon länger loswerden. Ich habe für dich gesprochen. Angus wollte mir keine weiteren Männer für unser Geschäft zuweisen. Er hält nichts davon. Und das weißt du. Ich habe Morwina angefleht, dass sie dir vergeben soll. Aber sie haben mich überstimmt. Wirklich? Ich schwöre es dir beim Raben und bei meinen Eltern. Doch das will ich, dass ich dich einfach so hängen lasse. Du sollst mich besser kennen nach all der Zeit. Oh, verzeih mir, Asmus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Es tut mir so leid.
Oh. Alles ist in Ordnung, Afrin. Ich kann nachempfinden, was du für einen Dreck durchgemacht hast. Und mach dich nicht zurück mit der Zerstörung. Das sind nur ein paar kaputte Sachen. Ich nehm's dir nicht krumm. Lass uns lieber rausfinden, was an der Sache faul ist. Und wenn wir Beweise zu den Überfällen haben, legst du sie Molvina hin. Dann muss sie einsehen, dass sie dich nicht hätte verbannen sollen. Denkst du wirklich, dass sie mich wieder aufnehmen? Wenn die Beweise überzeugen, ja. Ich hole was zum Futtern aus dem Ausschank. Wir räumen meine Bude auf und du kannst auch hier schlafen. Danke, Asmus. Wirklich, es tut mir so leid. Ich denke mal, du hast Afrin bei der ganzen Sache geholfen, oder? Ach, ich habe eigentlich nur die richtigen Fragen gestellt. Blödsinn, ohne Hedgehog wäre ich niemals auf Asmus zugegangen. Wir reden gleich wegen der Sache mit dem Paket. Ich habe noch mehr Arbeit, wenn es dich interessiert. Mach dir keinen Kopf, Afrin. Atme jetzt erstmal durch. Und den Stich dann im Bauch, zack. Ja, gut. Ich muss mich noch um was kümmern. Um deinen Tod. Später reden wir mehr. Gut, ich bleibe in der Nähe. Also, die Sache mit Afrin wäre geklärt. Er meint, er wurde überfallen, aber dafür fehlen die Beweise. Da kann ich nichts tun, aber jetzt hast du dir eine dicke Belohnung verdient. Das war sehr gute Arbeit. Wer weiß, wie die Sache ohne deine Hilfe abgelaufen wäre. Ich habe auch direkt schon eine neue Möglichkeit für dich, an leichte Münzen zu kommen. Das Paket muss jetzt ins Ruinenlager zu Boris. Der wartet da schon viel zu lang. Lass dir von ihm 200 Münzen dafür geben und bring die dann zu mir zurück. Wenn du mir bei der Sache hilfst, hast du was davon. Machen dadurch gut Münzen und es soll dein Schaden auch nicht sein, wenn du verstehst, was ich meine. Du handelst mit der anderen Fraktion? Muss ich das kümmern? Mach die Sache nicht komplizierter für uns, als es sein muss. Bring das Paket einfach rüber und mir dann die Münzen, dann sind wir beide glücklich. Ich kümmere mich darum. Sehr gut, hier ist das Paket. Boah, es soll dafür 200 Münzen geben. 200 Münzen, nicht 100, auch nicht 199, sondern 200. Pass auf, der verarscht einen gern. Widerledigt. Ach, und bleib auf den Wegen. Abseits davon wimmelt es von Monstern, die gerne an Leuten knabbern. Das macht nichts. Wobei es ja cool gewesen wäre, wie an Rüstung zu kommen. So, was ist jetzt dann noch die Aufgabe? Wir haben ja den Bären eigentlich zum Töten. Wir können jetzt aber mal wir müssen eigentlich zurück ins Ruinenlager. Sollen aber auf dem Weg wahrscheinlich noch den Ahn finden, da den Namen nicht schon wieder vergessen, den Henk. Honk. Der irgendwo dann unten raus sein soll, ne? Kann gerade anders sein, oder bin ich wieder falsch gelaufen? Und den müssen wir auch finden wegen dieser Waffenlieferungsgeschichte. Und dann kriegen wir das vielleicht auch gewuppt mit der Zeit. Wäre nämlich nicht schlecht. Das denke ich so das Beste, wenn wir so angehen, ne? Ja, aber so können wir wieder zurück zum Ruinenlager und haben natürlich die Chance. Und haben dort natürlich die Chance, das alles zu stehlen, noch Dieb zu sein. Naja, gut, Freunde, dann würde ich sagen, nächste Folge geht's weiter. Schaut wieder rein, haust rein. Bye, bye.